Carmen Francesca Banchu, Lebt wohl ihr Genossen und Geliebten, erschienen bei Palmart Press. Für Vater waren drei Dinge wichtig, in der festgefügten Reihenfolge: das Vaterland, die Partei, die Ehre der Familie. So hat Vater mir das erklärt, schon in meiner Kinderzeit. So hat Vater das immer wieder gesagt. So hat Vater das in seinen Reden geschrieben. So hat Vater das in seiner Abschiedsrede betont. Vaters letzte Worte kenne ich nicht. Mit dem Sterben hat sich Vater Zeit genommen. Er hat sich Zeit gelassen. So viel Zeit, dass ich nicht mehr warten konnte. Die Nachricht von Vaters Tod erreichte mich in der schönsten Stadt der Welt und ich eilte zu meinem Vater. Zu seinem Begräbnis wollte Vater keinen Priester. Er hatte seine Wünsche aufgeschrieben. Er hat seine Trauerrede selbst verfasst. Selbst unsere Reden für sein Begräbnis hat Vater geschrieben. Vater hat seine Trauerrede selbst geschrieben. Er hat die Zeremonie bestimmt. Er hat seine Kleidung ausgesucht. Vater hat alles genau festgelegt. Er hat alles aufgeschrieben. Jedes Jahr aufs Neue. Und doch hat der Tod Vater überrascht.